Herr Schubert, das hat gar keiner bestritten, dass das Gesetz mit den Änderungsvorschlägen besser geworden ist. Dennoch ist es nicht gut. Und wir haben gesagt, wir stimmen dem zu, aber wir haben die Kritikpunkte. Und deshalb haben wir als Bündnis 90 Die Grünen auch unseren Änderungsantrag aufrechterhalten und haben ihn nochmal ergänzt. Und dazu würde ich gerne ein paar Ausführungen machen. Und zwar die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zur Privatisierung des Maßregelvollzuges und zur ärztlichen Zwangsbehandlung macht in der Tat eine Neufassung unseres psychisch kranken Gesetzes erforderlich. Das steht außer Frage. Problematisch ist nur, wie diese Neufassung nun erfolgt. Die Landesregierung hat im Februar diesen Jahres den Entwurf eines Gesetzes über Hilfen und Schutzmaßnahmen für Menschen mit psychischen Krankheiten in den Landtag eingebracht, in dem zugleich auch der Maßregelvollzug geregelt wird. Dadurch soll, so die Landesregierung, eine möglichst weitgehende Einheitlichkeit der beiden Rechtsbereiche hergestellt werden. Und genau das war unsere Kritik. Und Herr Schubert und auch Herr Balin und Frau Strahm, Sie erinnern sich sicher an die Ausführungen des Landesverbandes der Angehörigen der Freunde psychisch Kranker, der genau diesen Punkt angesprochen hat, nämlich die Stigmatisierung von psychisch kranken Menschen, die damit möglicherweise verstärkt wird, aber dem nicht entgegenwirkt. Und Gleiches oder Ähnliches, aber mit der Intention gleich, sagte Herr Speck vom Landesverband zur Sozialpsychiatrie. Ich verstehe das PsychKG so, dass es letztendlich auch darum geht, nicht jeder psychisch Kranke wird eben in eine psychiatrische Klinik eingeliefert werden. Und von daher hat eben auch der sozialpsychiatrische Dienst eine herausragende Rolle. Und so sind eben auch unsere Anträge zu verstehen. Wir setzen uns dafür ein, dass es einen Krisendienst gibt, der insbesondere für die ländlichen Räume perspektivisch wichtig ist, sodass sich dort Menschen mit psychischen Erkrankungen eben auch hinwenden können. Wir wissen alle, wenn der sozialpsychiatrische Dienst möglicherweise nur pflichtbesetzt ist, dass es dann gerade in den ländlichen Räumen mit den großen Entfernungen Schwierigkeiten gibt und die die Inaugenscheinnahme durch den Oberbürgermeister, Oberbürgermeisterin oder Landrat erfolgt ja immer dann auch stellvertretend. Ich denke, dass dort Verbesserungsbedarf ist. Zugleich ist eben der Dienst, der sozialpsychiatrische Dienst, eben nicht geregelt. Wer muss dann wie arbeiten? Wie müssen die Öffnungszeiten sein? Da sind sehr viele offene Stellen. Neu in unserem Änderungsantrag, und das werden Sie sicher festgestellt haben, ist eben die Beratungs- und Beschwerdestelle, die wir in Paragraph 6 vorschlagen. Und das ist auch der Punkt, den Detlef Schläfke, der Angehörige und der Sachverständige von dem Landesverband der Angehörigen und Freunde psychisch Kranker vorgestellt hat. Wir haben das als sehr wichtig angesehen, dieses perspektivisch umzusetzen. Wir wissen auch, dass, oder ich gehe davon aus, dass unser Änderungsantrag ja nicht die Zustimmung der CDU und SPD finden wird. Nichtsdestotrotz, denke ich, ist es etwas, was diskutiert werden muss. Und von daher halten wir unseren Änderungsantrag eben für sehr, sehr wichtig. Vielleicht, Herr Renz, ist es gut, mal erst die Sachen zu lesen und sich dann zu äußern. Ach so, ich habe recht. Oh, höre ich nicht so oft von ihm. So, also die beiden Entschließungen, die drin sind, gehen im Grunde genommen darum, dass wir, und das haben wir ja, das ist ja auch die Ambivalenz, die wir als Sachpolitiker dort haben. Die Sachverständigen haben gesagt, es ist besser als das Alte, aber es ist nicht gut. Von daher ist es eine Schwierigkeit, wie positioniert man sich? Wir haben das abgewogen in der Fraktion, auch wenn die Landesregierung hier nachjustiert hat, geht uns das nicht weit genug. Und von daher haben wir unsere Änderungsanträge mit den beiden Entschließungen. Ich kann noch mal dafür werben, um Ihre Zustimmung, weil ich denke, das ist unheimlich wichtig, um gerade der Stigmatisierung entgegenzuwirken. Und wir hatten letzte Woche ein Gespräch bei der Krankenhausgesellschaft, wo es insbesondere darum geht, eben auch Fallpauschalen bei psychisch Kranken perspektivisch einzusetzen. Das war ein Punkt, der gar nicht bei der Sachverständigenanhörung diskutiert wurde, also wo es nochmal eine ganz, ganz andere Perspektive gibt. Und es gibt eben auch die Aufgaben, beispielsweise das Übergangsmanagement von der stationären Unterbringung in die ambulante oder in die Selbsthilfe nochmal zu regeln. Und ich denke, da sind viele Leerstellen im
Gesetz, da kann man nachjustieren. Und ich hoffe, dass der neue Landtag in der nächsten Legislaturperiode dieses Gesetz nochmal anfasst und wir daraus dann zwei gute Gesetze machen, sodass wir nicht weiter stigmatisieren und es da zu Verwirrungen der einzelnen Ebenen kommt. Denn ich denke, gerade in den ländlichen Räumen ist es unheimlich kompliziert, hier klare Strukturen herzustellen und insbesondere psychisch Kranken dann auch zu helfen, wenn sie die Hilfe benötigen. Ich danke für die Aufmerksamkeit.